Ey, was geht? Willkommen zurück bei Let's Play Factorio mit mir im Lufo. Und heute machen wir hier weiter im Wald. Nee, ich muss mal hier jetzt langsam gucken, dass wir hier die Verteidigung aufgezogen kriegen, weil die haben wir in der letzten Folge, haben wir die Aliens ja hier doch ganz gut, was kaputt geballert. Mit ihrer dummen Aggressivität. Ich komme doch nur hier hin. Wie normaler Mensch und zerstört die ganze Natur. Wieso denken die sich, dass die hier irgendwas zu sagen haben, wo die hier gewohnt haben die ganze Zeit und jetzt hier, ne, meinen, dass sie irgendwie ein Anrecht auf den Planet hätten oder sowas? Was war das denn? Ich bin als letztes Jahr gekommen. Ich habe hier das Recht, alles kaputt zu machen und zu verpesten. So, und wenn die was dagegen haben, ja, dann sollen sie mit mir reden und nicht hier alles kaputt machen. Frechheit. So. Eins. 2, 3. So. Unverschämtheit hier. Dass man hier echt sich irgendwelche Verteidigungen aufbauen muss, nur weil die Aliens hier immer einem reinstecken wollen. Das ist ja frech. Mehr als frech ist das. So. Okay. Gut. Kann mal ein bisschen Munition mitnehmen. Würde ich sagen, du kommst raus. Hier kommen 200 rein davon. Und dann würde ich hier gerade mal die Hälfte und hier die andere Hälfte. Und dann hier davon die Hälfte. So. Dann sollen die doch nochmal vorbeikommen und gucken, ob sie jetzt nochmal durchkommen, oder? So. Wo war ich stehen geblieben? Ich hatte irgendwas gerade gemacht, ne? Aber ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich brauche irgendwas, um die Würmer wegzubekommen. Ach, stimmt. Hier, Science Packs und so weiter, ne? Da fehlt ja jetzt hier einiges. Was brauche ich denn für die Blauen? Ach, du Scheiße. Sulfur und dafür brauchen wir... Öl. Und hierfür brauche ich Granaten und Piercing, Armor Piercing Rounds. Und deswegen will ich Roboter haben. Okay, das hier sieht mir auch aus, als ob da einige. Als ob da einige Würmer dabei wären. Oh ja. Okay. Aua. Granaten. Was brauche ich denn für Granaten? Kohle und Iron. Okay. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für hier ein bisschen manuelle Produktion. Ne? So. Nein! Nein, 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 nein. Das ist meine Verteidigung hier. Ihr könnt doch hier nicht alles kaputt machen. Das ist doch frech. Das ist doch echt frech hier. Unglaublich. Was soll man denn machen? Was ist das? Ne, habe ich dafür überhaupt das Zeug? Ne, dafür brauche ich Blau. Okay, dann machen wir erstmal hier die ganzen Research Speed und so weiter. Okay, Kohle. Das ist doch unglaublich hier, sowas. Okay, Repair Kit. Gut. Mauer. Habe ich keine mehr. Doch, 24. Krass. Okay, weißt du was? Ich crafte hier einfach mal ein bisschen was. Selber. Aber guck mal, nicht alles. So. Dann mache ich hier einfach mal gerade. So, dann kriege ich zumindest. Huch.
Kriege ich zumindest eine kleine Vorwarnung, bevor hier irgendwas passiert. So, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich kann ja mal gerade vorbei... Oh, nein, 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 nein. Falsche Taste, Bro. So, ich kann ja mal gerade... Boah, Alter! Langsam haben wir es aber, oder? Das müssen ja jetzt die da hinten sein, oder? Nee, das sind nicht die. Das können gar nicht die sein. Als ob nur die die ganze Zeit hier welche rüberschicken. Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, die haben nur einen Wurm, so wie es aussieht, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich traue, mit dem Wurm hier anzulegen. Oh oh. Ich weiß halt echt nicht, ob ich mich traue, mich mit dem Wurm anzulegen. Oh Gott, okay. Vor! Okay, wenn ich mich immer genug entferne und dann wieder heile, könnte ich es hinkriegen. Was ist denn jetzt schon wieder? Okay, Auto wird angegriffen. Ja, das weiß ich ja. Okay. Modular Armor. Ach komm, können wir auch machen eigentlich, ne? Wäre gar nicht so schlecht. Nur aufpassen, dass ich nicht meine ganze Muni hier verbrate. Okay, der Wurm ist hart am Missen hier irgendwie, hä? Habe ich den Wurm erwischt? Ja, ich habe den Wurm erwischt. Okay. Mach ihr Nest kaputt. Oh. Okay. Ich weiß halt nicht, ob ich die hier hinten genauso wegkriege, weil die haben halt übelst viele Würmer. Ne? Oh Gott. Ich weiß halt nicht, ob das so klappt. Hier werden noch ein zukünftiges Kupfer vorkommen. Hier ist Öl, das ist super. Ich weiß halt nicht, ob ich mich trauen soll, mich hier den Dingern anzunähern. Weil so viele Würmer sind halt echt, glaube ich, nicht ungefährlich. Ich kann mal einen Drive-By machen und gucken, ob ich vielleicht einen Wurm oder sowas... Oh, wobei, mittlerweile sind die nicht mehr so akkurat, die Würmer, gefühlt. Die waren mal eine Weile, waren die Würmer mal übertrieben krass, dass sie so zielsuchende Schüsse abgefeuert haben. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich könnte sie kriegen. Okay. Okay, was ist das hier? Advanced Electronics. Okay, dafür brauche ich aber blaue Teile. Die habe ich eh noch nicht. Ah, dann machen wir Zugstationen. Okay, ich repariere gerade mal kurz mein Auto. So.
Okay, wieder reparieren. Sekunde. Oh, ich habe, glaube ich, alle... Ne, habe ich nicht. Okay, Rückwärtsgang. Los, weg. Holy shit. Okay. Komm schon. Oh. Okay, ich glaube, damit habe ich erstmal sämtliche Aliens in meiner Verseuchungszone hier weggeballert. Ich habe gedacht, ich krieg die nicht weg, weil die früher waren diese Türme halt so übertrieben krank. Okay. Was wollte ich genau? Ich wollte hier Military Science Dinger craften. Dafür brauche ich Granaten. Okay. Was ist das hier? Low Density Structures. Das braucht man, glaube ich, für Raketen und so, ne? Aber ich habe hier nicht mal wirklich viele Sachen übrig, die ich machen kann. Flammables, komm, weißt du was? Scheiß drauf, machen wir Flammables noch. So. Gut. Ich wollte Granaten craften. Dafür braucht man das hier und ich mache einfach mal eine Kiste hin mit Kohle drin. So. Aha. So. Gut. Neue Kiste. Und dann machen wir hier den Output für Granaten. Für die Military Science Packs braucht man Granaten, Armor Piercing und Vals. Wer kennt nicht die guten Vals? Okay, ein paar Zahnräder fehlen mir. Kann ich sicher hier drüben abholen kommen. So. Ne, dann packen wir hier mal den nächsten hin. Und der macht Military Science. Und dann würde ich einfach mal sagen, so. Der Input. Da kommt hin das, das und Wall. Okay. 26 Walls. Bisschen davon und Granaten hätte ich fast direkt dann da reinwerfen können, ne? Aber okay, was will man machen? So, dann kann ich noch mal ein paar Walls besorgen gerade, glaube ich. Wir haben hier hinten die Steinproduktion. Da sollten ja ein paar... Verdammt. Da hätte ich fast die Kiste kaputt gemacht und alles wäre weg gewesen. Aber okay. Das Ding ist extrem slow. So. Ach stimmt, mein Ding ist erforscht. Okay. Was könnte ich noch machen? Wir müssen hier mal gucken, dass wir hier im Bereich bleiben, wo wir die Teile haben. Komm, ich gehe mal auf Speed, solange ich noch kann hier. So, okay. Ich glaube, ich werde hier auch langsam mal anfangen, hier die ganzen kleinen Powerlines hier abzubauen und einfach mit den großen zu ersetzen. So. Okay. Gucken wir gerade mal, wo wir die ganzen Dinger haben hier. Hier. Komm, wir nehmen mal 50 mit gerade. Und dann
würde ich sagen. Packe ich mal dahin gerade. Ich glaube, ich werde hier. Ne, ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee, dass ich hier in der Mitte von unserem. Von unserem Main-Bus hier einfach die Powerline entlang ziehe. So, weil dann kann ich hier natürlich relativ einfach das dann mit den anderen Sachen hier verbinden, wenn ich das so mache. Und dann kann ich hier vorne die ganzen Mini-Powerlines eigentlich wegnehmen und dann sollte hier alles noch Strom haben. Mit Ausnahme davon, dass das Ding noch nicht mit oben verbunden ist. Okay, daran habe ich vielleicht nicht gedacht. Okay. Jetzt sollte aber alles gehen, oder? Wenn ich jetzt hier unten den Strom abbreche. Ja, dann läuft hier unten die komplette Fabrik weiter. Okay. Das heißt, das hier kann ich auch so lassen. Dann kann ich hier vielleicht nicht wirklich. Schade. Okay, dann muss das hier, wobei, nee, muss es gar nicht. Ich kann so machen. Und dann kann ich hier die Dinger abbauen. So. Jetzt versuche ich hier mal ein bisschen die ganzen Strommasten hier zu entsorgen, weil die sind halt echt ein bisschen kotze, ne? So. Wie wäre es dann hier zum Beispiel? Ich könnte hier einen hinbauen und dann einfach hier weiter in der Linie. So. Kann ich theoretisch die ganzen Teile ja wieder wegmachen, oder? Sieht so aus. Wobei die hier sollte ich vielleicht lassen, die unteren, weil die ja sich dann hiermit verbinden sollen. Wie sieht es hier strommäßig aus? Ist noch okay. Okay, gut. Das heißt aber, dann ist hier zumindest jetzt einigermaßen frei wieder und ich kann hier fahren, ohne mir hier ständig Sorgen zu machen, dass ich hier irgendwo gegenbrumme. So. Wie sieht es hier aus? Da fehlt die Kohle, okay. Habe ich eigentlich. Ne, das ist keine Bremse. Okay, ich wollte gerade. Ich habe gerade gedacht kurz, dass ich vielleicht auf Leertaste auch bremse. Und dann wäre das natürlich ein bisschen doof gewesen, weil ich habe jetzt auf Leertaste auch schießen und so weiter. Aber Leertaste ist kein Bremsen. Von daher alles gut. So, dann gucken wir gerade mal, dass wir hier unten das wieder zusammengeflickt kriegen. Oh Gott. So. Gut, das ist erforscht. Rocketry. Raketenwerfer ist halt schon nice, ne? Aber ich glaube, den Handraketenwerfer werde ich wahrscheinlich nicht benutzen im Endeffekt. Machen wir Fluid Wagon. Machen wir Fluid Wagon. Und ich glaube, in der nächsten Folge werde ich dann mich auch daran machen, Öl zu bekommen. Das werde ich diese Folge wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Ach, fuck, dein Ernst. So. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Wie bekommt man die Dinger? Dafür braucht man Rohre und Dinger. Okay, das heißt, ich glaube, ich werde. Ich werde hier so ein Ding bauen. Und. Das wird dann hier stehen erstmal eine Weile. Das ist jetzt natürlich wieder mal, ne, so nicht alles hässlich machen, aber manchmal muss man natürlich. So. Das ist halt wieder so ein Ding, das baue ich jetzt dahin und dann vergesse ich, dass es da ist. So, Rohre machen und ich würde sagen, hier machst du dann mal so viele Rohre und dann ist auch gut. So.
Für die ganze Ölgeschichte brauchen wir nämlich diese Dinger. Pumpjacks. Und wie viele haben wir hier? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir brauchen auch 7 Pumpjacks. Und das heißt, wir brauchen mehr Zahnräder und so weiter. Die Electronic Circuits reichen wohl noch aus, so wie es aussieht. Und ein paar mehr Rohre. Und mehr Stahl, oh Gott. Okay, eins brauche ich noch und dafür fehlt mir noch Rohr. Okay. So, dann haben wir 7 damit, glaube ich, ne? 5 und das sind noch 2 gemacht werden. Okay, dann sollte ich mir wahrscheinlich auch noch... Aber ich habe noch keine Tanks dafür, ne? Kann ich die erforschen? Das wäre natürlich ein bisschen doof, wenn es keine Tanks... wenn ich keine Tanks hätte. Tankerle... Dafür bekomme ich nur den Fluid Wagon. Und den Storage Tank habe ich schon erforscht. Ach, da ist hier, okay. Dafür brauche ich aber auch Stahl. Gut, aber das ist dann zumindest schon mal ganz gut. Dann kann ich in der nächsten Folge anfangen, das zu machen. Freunde, ich würde sagen, das war's von der Folge. In der nächsten Folge fangen wir mit dem Öl an, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dahin. Tschüss. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Patreons, die mich jeden Monat unterstützen.